Die folgende Sendung enthält Spoiler zu Sopranos Staffel 3 und Twin Peaks Staffel 2. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Spoiled, unserem Spoiler-Segment von Watch Stuff. Jan Block und ich, Björn Fischer, haben wieder weiterhin unsere Serien geguckt. Sopranos, ich glaube die Folgen 1 bis 3 von Staffel 3 und Twin Peaks, die Folgen, ich habe keine Ahnung, 3 bis 5 yep. Von Staffel 2. Und ja, es geht los mit den Sopranos und da ist einiges passiert. Ich habe dir am Anfang, also die allererste Szene, so ziemlich fast in der ersten Staffel, oder eine der ersten Szenen, die wo Paulie darüber redet, warum er sich die Hände wäscht, nachdem er seine Schuhe zugebunden hat, fand ich sehr, sehr schön. Das will man gar nicht so genau wissen. Ja, aber ich fand das sehr, also es hat sehr viel Sinn ergeben, was er da erzählt. Ja, auf jeden Fall, das ist ja das Problem bei der ganzen Sache. Ja, es geht um den, wir haben ihn kurz am Ende der letzten Staffel auch schon in den Traumsequenzen öfter gesehen. Es geht um den Zwillingsbruder von einem, der in der ersten Staffel erschossen wurde. An diese Story habe ich so gut wie gar keine Erinnerung mehr. Und der hegt jetzt so ein bisschen Rachegelüste gegen Tony und den Rest der Gang, weil er ahnt oder weiß, wer für den Tod seines Zwillingsbruders verantwortlich ist. Dann lernen wir endlich, ich habe ihn angekündigt, Ralphie kennen, der offensichtlich die Crew von Richie übernommen hat. Und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber ich glaube, in der letzten Staffel wurde einmal kurz der Name Ralphie erwähnt. Und da habe ich noch gesagt, ach, ich glaube, ich weiß, wer das ist. Und jetzt haben wir Ralphie kennengelernt. Ralphie ist jetzt scheinbar für die Route verantwortlich, also für die Müllentsorgungsroute. Und hat die Crew von Richie übernommen. Und ist auch der neue Mann scheinbar oder Freund von Jackie Aprils Witwe. Und Jackie Jr. ist sozusagen jetzt sein Stiefsohn. Also Jackie Aprile ist ja der, der in der ersten Staffel an Krebs gestorben ist, der so der Kopf der Familie gewesen ist, und Ralphie hat jetzt sich in diese Familie scheinbar eingeheiratet. Ich mag den Schauspieler unheimlich gern, der Ralphie spielt, ich weiß nicht mehr genau, wohin die Reise mit ihm geht. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich seinen Charakter sehr interessant fand. Nicht unbedingt immer auf eine positive Art, aber auf jeden Fall positiver als zum Beispiel Richie, den ich fast immer nur schrecklich fand. Und wir haben jetzt noch nicht so viel von ihm gesehen, aber zumindest einen kleinen Vorfall, wo er dann sagt, ja, ne, Tony will nicht mehr, dass wir brandschatzen. Okay. Keine Brände mehr. Tony sagt keine Brände mehr. Ja, total super, die Szene. Die ganze Szene war toll. Der eine rennt, der Typ, bei dem sie gerade sind, rennt nach Hause, will in seine Wohnung und dann mit einem Slam Dunk, bam, kriegt er ein Eisenrohr oder sowas. Irgendwann ein Schädel. Keine Brände mehr. Nein. Da wirst du halt zusammengeschlagen. Genau. Ja, ist doch immer gut, wenn man Alternativen kennt. Christopher wurde endlich offiziell als Mitglied eingeführt und hat direkt auch mal die Schattenseiten. Der tut mir so leid momentan. Ja, man weiß noch, als du den so unsympathisch fandst in der ersten Staffel, so langsam kriegt man so ein bisschen Mitgefühl auf jeden Fall mit dem jungen Mann. Ja. Ich meine, Paulie ist jetzt auch nicht unbedingt der netteste Vorgesetzte, den man sich vorstellen kann. Ja, aber hat Tough Love im Prinzip. Eigentlich meint, ich glaube, Paulie meint es eigentlich gut. Und er spricht ja auch danach, als er ihm das Geld wiedergegeben hat, sagt er auch, möchtest du dein Herz bei mir ausschütten? Fand ich ganz gut eigentlich. Dann haben wir das Aufreiberritual ja kennengelernt. Da sind ja zwei Leute aufgenommen worden. Wer der zweite ist, weiß ich allerdings gar nicht. Das ist vielleicht irgendwie ein Verwandter von Paulie oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber das ist jemand, den wir bis jetzt nicht so kennengelernt haben. Und dieses Aufnahmeritual, das habe ich auch tatsächlich in einer anderen Serie, wo es um Mafia geht, so ähnlich auch gesehen. Also auch mit Blut und so und auch mit diesem Gespräch. Und das scheint schon halbwegs der Wahrheit zu entsprechen, so wie die das da gezeigt haben. Ja, das glaube ich wohl. Dann haben wir uns von jemandem verabschiedet. Mal wieder. Ja, überraschend, ne? Kurz vorher noch eine Szene gehabt. Ja. Und dann auf einmal, als sie da standen, ich fand die Szene, wo er es erfahren hat, echt sehr realistisch, weil
seine ganze Familie stand einfach da und hat nichts gesagt und irgendwie spürte man, irgendwas ist nicht in Ordnung. Ja, das stimmt. Und ja, und genau so sind solche Situationen auch oft, wenn man das vielleicht schon mal erlebt hat. Irgendjemand, also entweder jemand redet lange um heißen Brei rum oder jemand sagt einfach gerade heraus, du, deine Mutter ist gestorben. und er ist einfach wie vom Kopf geschlagen gewesen. Also auch ziemlich realitätsnah, finde ich. Ja. Und mir ist es aufgefallen, ich weiß nicht, ob es dir auch aufgefallen ist, aber in folgenden Gesprächen, wo es immer darum geht, er sagt fast immer das Gleiche, man kann es nicht ändern. Ja. Der spielt das runter, typisch ja, Toni. Aber es ist auch immer fast der gleiche Satz. Also er weiß nicht, wie er darauf reagieren soll, habe ich das Gefühl. Und hat sich einfach diesen Satz zurechtgelegt als Konter. Ja, genau, weil da kannst du nichts gegen sagen, ist ja wahr. Ja. Ja, Livia ist tot. Ich habe damit auch nicht mehr gerechnet gehabt, weil ich wusste nicht mehr, dass sie, also vielleicht, wenn ich mich darüber irgendwie, wenn ich mich gefragt hätte, hätte ich noch gewusst, okay, vielleicht stirbt die irgendwann, aber ich hätte nicht erwartet, dass sie jetzt stirbt, weil sie ist ja gerade erst irgendwie aus dem Heim raus und die Beziehung mit Toni hat sich ein bisschen verändert. Ich fand übrigens auch sehr cool, dass er die, wie ich finde, auch recht sympathische Schwester seiner Geliebten als Haushaltshilfe engagiert hat für Livia. Und die, ich finde gut, dass sie auch ein bisschen größere Rolle jetzt gekriegt hat. Ich frage mich wirklich, ob die wirklich nur ein Bein hat. Falls nicht, haben die das unheimlich gut gemacht, weil es sieht wirklich so aus, als ob die einbeinig ist. Ja, das stimmt. Also da habe ich mich auch gefragt, als ich das gesehen habe, hat sie jetzt wirklich nur ein Bein? Würde mich nicht wundern. Als sie auf dem Bett saß, habe ich noch gedacht, okay, das kann man so lösen, dass sie ja das andere Bein einfach in der Matratze stecken hat. Das habe ich in anderen Filmen auch schon gesehen. Das ist kein Problem. Aber als sie dann zum Beispiel durch die Wohnung hüpfte mit einem Bein oder so, da habe ich gedacht, boah, das ist aber echt, also da haben sie sich echt viel Mühe gegeben, dass es wirklich so aussieht, als ob die wirklich nur ein Bein hat. Und wenn sie wirklich nur ein Bein hat, umso erstaunlicher, dass die, also als Schauspielerin, also freut mich für sie, dass sie einen Auftrag als Schauspielerin bekommen hat, weil ich glaube, gerade Leute, die so ein Handicap haben, kriegen nur sehr begrenzt Aufträge, weil die eben sehr einseitig einsetzbar sind, nur leider. Und ich finde die Schauspielerin sehr charismatisch. Also ich finde die auch deutlich interessanter als ihre Schwester auf jeden Fall. Ja, ist sie auch auf jeden Fall. Ja, über ihre Schwester hat man jetzt irgendwie erfahren. Die hat jetzt ja scheinbar... Die will heiraten oder so. Genau, die will irgendwie heiraten, hat jetzt einen Freund gefunden. Hängt aber irgendwie immer noch an Toni. Ja, sie zieht ihn fast damit auf, irgendwie so nach dem Motto, dass, also als ob sie eine Reaktion irgendwie, als ob sie möchte, dass er um sie kämpft oder so. Ja, irgendwie so. Dann haben wir das FBI lustig kennengelernt. Ja, das war im Prinzip, war das nur die erste Folge oder war das die ersten zwei Folgen? Auf jeden Fall war das das hat sich ganz schön hingezogen, dass man auch mal mitgekriegt hat, wie die so arbeiten und was die da versuchen zu machen. Ich glaube, das lief sogar über die ersten zwei Folgen. Aber ich glaube, in der zweiten Folge nur am Anfang. Also es war auf jeden Fall eine ganz coole Sequenz, weil man vorher auch bisher meistens ja alles immer nur aus der Perspektive von Tonys Seite gesehen hat. Ja. Und jetzt halt mal so ein bisschen die andere Seite kennengelernt hat und auch wie die arbeiten und was die versuchen und so. Und fand ich ganz witzig. Man hat auch die Haushälterin jetzt mal ein bisschen besser kennengelernt. Mhm. Und, ich habe nicht so ganz verstanden, sie oder ihr Mann, wer will eingebürgert werden? Ich glaube, das kann sein. Ich glaube, weil die Fragen hat sie ja auch beim Picknick immer ihrem Mann gestellt. Ja, die fragen sich gegenseitig ab. Das ist wie wenn man Führerscheinprüfung zusammen macht, habe ich das Gefühl gehabt irgendwie, dass die einfach gegenseitig... Ich glaube, sie hat ihn vor allem abgefragt, weil er unsicherer in der Sprache ist als sie. Ja, der Ingenieur, der einen eigenen Mitarbeiter hatte und was weiß ich und staatliche Förderung und als so. Als er das dann nachher nochmal im Keller sagt, wo ihm keiner zugehört hat, habe ich gedacht, irgendwie ist das so sein Ding, immer einfach zu erzählen, ich war staatlich gefördert. Ja. Und ich glaube, er hatte was von 5 Mitarbeitern erzählt. Ja. Und jetzt hängt er in Amerika und hat gar nichts. Ja. Ja. So ist das. So geht das leider auch vielen, die nach Deutschland kommen, die einen guten Abschluss haben und einen vernünftigen Beruf erlernt haben, einen Fachberuf. Es gibt viele Facharbeiter, die leider dann in einem Land, wo sie hin auswandern, nicht in ihrem Beruf arbeiten dürfen oder können. Ja, wobei, ich glaube, das durfte er. Ich glaube, er war damals auch Klempner, Ingenieur, halt so eine Geschichte. Irgendwas in die Richtung hat er damals auch gemacht. Aber er hat halt jetzt scheinbar nicht so viele Aufträge, weshalb Toni ihm ja dann auch irgendwann ein bisschen unter die Arme greift.
Ja. Es gibt ja explizit den Boiler-Auftrag, den Boiler. Das habe ich aber so verstanden, dass er jetzt im Moment eben gerade nicht als Ingenieur arbeiten kann und Toni möchte, dass er nochmal die Chance hat, weil er es ja wohl kann, einfach. Dass er eben dass das einfach so unter der Hand geregelt wird und nicht offiziell. Ja, das kann sehr gut sein. Also ich habe sowieso den Eindruck gehabt, man hat jetzt in den Folgen so ein bisschen die soziale Seite von Toni miterlebt. Ja, wir haben auf jeden Fall Veränderungen mitbekommen, sowohl also bei beiden Kindern. Ja, wobei die eine mich mehr überrascht hat als die andere. Meadow wirkt auf mich erwachsener, aber nicht unbedingt sympathischer. Mhm. Und Anthony merkt man, dass er Tonys Sohn ist, auf jeden Fall deutlich an. Ich glaube, er hat sehr viel Probleme mit Erwartungshaltung. Ja, genau. Er hat auch massive Probleme mit seinem eigenen Selbstverständnis. Ja. Was ich sehr interessant fand, ist, ich glaube, die erste Szene, der wieder auftritt, wo Meadow da gerade zu Besuch ist, irgendwie sitzt er da an seinem Schreibtisch und da dröhnt irgendwelche heftige Metal-Musik aus den Lautsprechern, und zwar tierisch laut. Ja. Und er rennt dann in so einem Slipknot-Mantel rum. Ja. Oder Pullover, oder was? Jacken. Wie heißen die Pullover-Dings zum Auf- und Zumachen halt mit Reißverschluss, ne? Zipper-Hoodie. Ja, genau sowas. Also, Anthony hat mich sehr überrascht, diese Entwicklung, weil ich fand, die ist auch so überhaupt nicht abzusehen, also so wie es passiert ist, überhaupt nicht abzusehen gewesen in den Folgen vorher. Meadow hat mich da nicht so überrascht, war klar, die kommt jetzt ins College-Leben, die nabelt sich so ein bisschen von den Eltern ab, hat da halt ihr eigenes Leben. Ich hatte das Gefühl, sie hat deutlich abgenommen irgendwie. Den Eindruck hatte ich auch. Aber das kann auch einfach sein, dass manche, gerade Mädchen irgendwie, haben ja so, dass man sagt, Babyspeck irgendwie im Gesicht. Und das verlieren die ja dann meistens auch, als so nachdem sie 16 oder sowas sind. Ja. Kann sein, dass das bei ihr einfach auch der Fall war. Also sie hat auf mich deutlich schmaler gewirkt irgendwie. Ja. Und ja, sie hat einen neuen Freund scheinbar. Und da haben wir Toni mal von einer bisschen anderen Seite kennengelernt, die wir bis jetzt noch nicht kannten. Die mich auch teilweise überrascht hat und dann irgendwie doch nicht. Toni als Rassist. Ja. Hm. Ich müsste das mal auf Englisch gucken. Ich habe es jetzt auf Deutsch gesehen, ob da das N-Wort gefallen ist. Aber ich da gehe ich aber mal von aus. Ja, im Deutschen wurde es zumindest in diese Richtung irgendwie immerhin. Er hat verschiedene nette Umschreibungen für seine halb... Oh, am besten, das war ja auch noch gut. Ich fand, er sah nicht mal wirklich afroamerikanisch aus, also nicht mal halb. Der war für mich sehr, sehr hell und hatte auch nicht die Gesichtszüge unbedingt. Also ich hätte jetzt eher gedacht, okay, da ist vielleicht ein Viertel oder so, höchstens. Für mich sah er eher, also dass da irgendwas viel, also er wirkte mindestens zur Hälfte weiß und dann vielleicht noch irgendwie ein bisschen was anderes. Ja, das stimmt. Also Herr Enrich auch, also so schlimm, wie Toni ihn dargestellt hat, war es jetzt aus meiner Sicht auch nicht. Ja, und man hat aber auch deutlich gemerkt, dass die Konsequenzen daraus Toni vielleicht nicht unbedingt erwartet hat, dass eben seine... Also ich fand auch die Ansprache von Carmella ganz gut, was sie ihm dann sagt. Was möchtest du denn jetzt? Entweder du kommst mit und machst deine Riesen... Also im Prinzip alles, was du machst, was irgendwie aktiv von deiner Seite kommt, macht es eigentlich nur schlimmer. Ja. Es sei denn, du entschuldigst dich und nimmst das zurück. Ja, ja. Aber du kriegst deinen Willen da nicht. Also das ist ihm, glaube ich, jetzt auch ganz gut klar geworden, weil im Prinzip das Einzige, was er damit macht, ist, dass er bei ihr ein Trotzverhalten auslöst und sie mit ihm den Kontakt einfach nicht mehr sucht. Und das ist, glaube ich, nicht unbedingt das, was er wollte. Nee, das hat man in einem Anruf, den sie getätigt hat, ja auch ganz klar gemerkt, wo Toni versucht hat, sich mit ihr zu unterhalten und sie immer nur, ist meine Mutter da. Ja, in dem Moment habe ich gar nicht so realisiert, dass es deswegen ist, weil ich diese Ansprache, also diesen, ich habe die Folgen nicht an einem Tag alle geguckt, da habe ich das gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, dass es wegen Noah war. So heißt ja der Junge. Ja, so heißt es. Aber das macht im Nachhinein natürlich auch total, also es gibt total viel Sinn. Meadow ist aber dann auch wieder so trotzig veranlagt, dass sie auch gleichzeitig gegen die Mutter und überhaupt alles stänkert und so ein bisschen auch Carmella da verprellt hat. Carmella hat mich in der Szene so auch so ein bisschen überrascht, weil einmal hattest du eben erwähnt, diese Ansprache, die sie Toni da gehalten hat, die sie, und dann hast du aber, wo sie dann halt mit Anthony Jr. Meadow im College besucht und dann sieht sie da halt Noah bei ihr mit da auf dem Bett sitzen und sowas, und
da hatte ich auch schon, also so ganz unrassistisch ist die Frau auch nicht. Ja, da, ich glaube, das ist aber auch ein bisschen, sie ist aber, glaube ich, auch nochmal extra eingeschnappt, weil sie das, weil ich glaube, also ich hatte auch das Gefühl in dem Moment, dass Meadow nochmal extra provoziert, dass sie, ja. Also, dass Noah da extra sitzen bleiben soll und so und ich glaube, sie hat ihn doch so ein bisschen darauf eingetrimmt, so dass ach, meine Eltern sind ja beide irgendwie auch irgendwie gegen dich bestimmt und so und ja. Da kann ich auch schon ein bisschen nachvollziehen, also ich glaube auch Carmella findet das nicht ganz so gut, aber ich kann auch ein bisschen nachvollziehen, dass Carmella da ein bisschen eingeschnappt war, weil von Meadows Seite da jetzt auch nicht unbedingt ein auf sie zugehen war, sondern eher, das kam eher provokant rüber, fand ich. Und ist schon, also ich kann dann schon verstehen, wenn man als Mutter denkt, okay, Mädel, ich bring dir deine Sachen hier immer, wenn du möchtest. Du kommst immer zu uns, um deine Wäsche zu waschen und so. Im Prinzip mache ich und tue ich alles und bin freundlich zu dir und akzeptiere alles und jetzt muss ich mir hier irgendwie eine Standpauke auch noch von dir anhören. Das habe ich nicht verdient. So. Ja. Aber Carmella steht ja auch klar zwischen den Stühlen und versucht ja irgendwie in beiden gegenüber nicht die Solidarität zu bekunden, einfach um, also sie verteidigt sowohl ein bisschen Tony vor Meadow als auch Meadow vor Tony. Ich kann schon verstehen, dass sie dann auch ein bisschen Probleme damit hat. Aber in der Sequenz hat mir Anthony am meisten leid getan, weil er wollte ja unbedingt mit ins College, weil scheinbar er jetzt ein bisschen neuen Draht zu Meadow gefunden hat, die vielleicht ihn besser versteht als die Eltern momentan oder seine Freunde, mit der er vielleicht auch über Sachen reden kann, die er nicht offen sagen kann zu allen. Der wollte dann unbedingt mit ins College und was macht er da? Er steht draußen und guckt sich die Leute an und darf gar nicht mit seiner Schwester reden. Ja, da sagt er ja auch noch irgendwie und warum bin ich jetzt mitgefahren? Ja. Also Anthony ist mir in diesen drei Folgen auf jeden Fall, also bis jetzt auf diese, in der ersten Folge kommt er wieder ein bisschen blöd typisch rüber, wie er da dieses Gedicht schreibt und gar nichts rafft, also oder ja. Diese Interpretation schreiben soll und irgendwie nur blöde Fragen stellt. Aber in den Folgen danach fand ich ihn eigentlich ganz, ganz sympathisch und nachvollziehbar irgendwie. Also ich meine, er hat halt wenig gesagt immer, dass... Also ein bisschen Mitschuld hat er dann auch daran, dass die Eltern ihn vielleicht nicht so gut verstehen, aber man merkt auf jeden Fall, dass er sehr viel Zweifel an sich selbst und seiner eigenen Leistung hat und eben auch gerade, weil seine Schwester so gut in der Schule war, wahrscheinlich einen sehr großen Druck verspürt und er sagt ja dann auch irgendwie, ich werde doch eh nicht auf einem College angenommen und redet doch da nicht dauernd drüber, so nach dem Motto. Ja genau, ich glaube, das ist bei Carmellas Versuch der Familienzusammenführung beim Abendessen. Ich glaube, da reden die darüber und da fragt Tony ihn irgendwie, sie fragt ihn, auf welches College er denn will. Und ja. Sie fragt ihn und Tony antwortet dann, Golden, was weiß ich, oder das andere. Golden State, glaube ich, oder so. Genau, Golden State oder das andere und betont dann irgendwie Golden State und dann sagt Anthony Jr. ja ganz klar, die nehme ich doch sowieso nicht auf. Ja. Also der hat momentan, glaube ich, ziemliche Probleme, die aber auch irgendwie ziemlich typisch so für dieses Alter sind. Ich glaube, er weiß auch nicht, was er mit seinem Leben anfangen soll. Also ja. Das ist sowieso auch typisch für dieses Alter, aber für ihn ist es vielleicht einfach nochmal ein bisschen krasser, weil er eben, er weiß, der Vergleich mit seiner Schwester wird gezogen ja. Und seine Schwester ist halt ein Musterbeispiel irgendwie für eine Tochter, so zumindest was schulische Leistungen und so angeht. Und er weiß, dass seine Noten schlecht sind, er weiß, dass er nicht der Schlauste ist dass ihn die anderen auch so wahrnehmen und ich glaube, er möchte aber auch nicht unbedingt in den Familienbetrieb einsteigen und ich glaube, Tony würde das auch nicht wollen. Von daher, was soll er machen irgendwie? Ja, klar. Der steht, also der hat richtig Probleme und steht zwischen allen Stühlen, inklusive seinem eigenen. Ja, und ich glaube, dass beim Football er auch das Gefühl hat, so gut ist er nicht und das war jetzt halt mal ein Glücksding, was ihm da passiert ist. Und weil die alle auf ihn draufgefallen sind und er den Ball nicht loslassen. Ja, genau. Und er wird dann so hoch gelobt. Und in ihm ruft das, glaube ich, wieder mehr so Druck als alles andere hervor, einfach, dass alle jetzt denken, oh cool, wie gut der ist und so. Und das war ja auch in der Szene, ich glaube, das war die letzte Football-Szene, wo die halt dann nach dem Spiel und nach dem Trainer so noch zu sich unterhalten
und er dann zum, was heißt, Captain of Defense oder sowas, ja, genau, gemacht wird. Irgendwie sowas und er dann halt auch einfach umkippt. Ja, also seine erste Panikattacke im Prinzip. Genau. Ja, apropos Panikattacke, das ist eine ganz gute Überleitung. Ich weiß. wir haben ein paar Durchbrüche scheinbar erzielt in der Therapie mit Tony und Dr. Melfi. Ja. Und wir haben sehr viel, also wir haben mehr, als ich jetzt so gedacht hätte, innerhalb von einer Folge über Tonys Kindheit erfahren. Ja. Die war ganz offensichtlich nicht so rosig. Rosig, haha, Fleisch. Rosig gebraten. Offensichtlich gibt es einen Zusammenhang mit Fleisch, was seine Zusammenbrüche angeht, dass das so ein Katalysator ist, dass da so ein bisschen unbewusst dadurch nochmal ausgelöst wird, dass er umkippt. Dass er halt irgendwie dann im Hinterkopf wieder diese ersten Szenen hat, wo halt er gesehen hat, dass jemand der Finger abgehackt wurde oder so und dann eben auch noch diese Verbindung mit der Sexualität seiner Eltern, mit dem Fleisch und so weiter. Und ja, das hat er scheinbar alles verdrängt und es kommt dann in einer Szene bei ihm wieder, eben als er den Kühlschrank von seiner Mutter, die gerade verstorben ist, aufmacht und da eben auch eine Fleischlieferung drin ist. Und diese, ja, Wurst, ich habe vergessen, wie sie heißt, also die er vorher... Irgendein Schinken ist das. Und das war ja auch die gleiche Wurstsorte oder Schinken, die er zuletzt nach dem Noah-Gespräch aus dem Kühlschrank geholt hat und wo er eben auch umgekippt ist. Er meinte ja es wäre aufgrund, dass er das Letzte, was er gesehen hat, war die Onkel Bens Packung, aber er hat ja scheinbar schon vorher angefangen zu hyperventilieren und das fällt ihm ja dann auch wieder ein. Ja, also Dr. Melfi und Tony, da haben wir sehr viel gelernt. Dr. Melfi hat auch wieder abgenommen, habe ich das Gefühl. Ja, also das fand ich ganz, ganz extrem. Und eine andere Frisur hat es auch, ein bisschen irgendwie. Und auch ihre Einstellung scheint sich irgendwie ziemlich gewandelt zu haben. Also sie vielleicht hat sie viel auch, lockerer. Vielleicht liegt es daran, vielleicht hat sie auch ihre Alkoholprobleme ein bisschen in den Griff bekommen. Also sie wirkte so ein bisschen gefestigter und weniger unsicher auf mich. Ja. Und ja, also da in der Therapie gab es einige Fortschritte. Tony hat sich auch mehr darauf eingelassen, nachdem er gehört hat, okay, um irgendwas wirklich zu erreichen, was ein Ergebnis ist, müssen wir mehr ins Detail gehen. Und ich glaube, auch obwohl er am Ende gesagt hat, okay, mein Schädel brummt, aber wenn er darüber ein bisschen nachdenkt, kann ich mir schon vorstellen, dass Tony auch sagt, okay, da ist was dran, auch wenn er das vielleicht ihr gegenüber nicht eingesteht. Ja, ich glaube, genau deswegen hat auch sein Schädel gebrummt und genau das weiß er auch. Ja, ja, schon ganz interessant irgendwie. Also das haben wir auf jeden Fall gehabt. Dann haben wir eine, ich vermute, lesbische Tennistrainerin. Ich vermute es auch ganz stark. Die und ganz die doll auf Adriana steht, was man ihr nicht unbedingt verdenken kann. Also wenn ich jetzt lesbisch wäre, von den ganzen Schülerinnen, die da vielleicht so sind, sind wahrscheinlich auch einige Leute dann eher vielleicht in Carmellas Alter und so. Und wenn man dann eher so um die 30 ist, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man eher Adriana interessant findet. Ja. Die FBI-Agenten fanden sie auch ganz interessant. Genau, zumindest der eine mit seinem Ferngläschen. Ja. Das haben wir aber auch dann nur in Kombination, dieses Tennistraining immer in Kombination gesehen mit halt den ganzen FBI-Leuten, die halt die verschiedenen Mitglieder der Soprano-Familie überwachen, die möglicherweise eben den Nachhauseweg antreten könnten, weil im Zuhause halt gerade im Keller eine Wanze installiert werden soll. Ja, in der Lampe. Ja, in einer neuen Lampe, die aber so aussieht wie die alte Lampe. Das fand ich ja auch schon sehr krass, dass die da extra eine Lampe nochmal versuchen so herzurichten, dass die so aussehen soll wie die alte. Wo man ja auch einmal irgendwie die Werkstatt sieht, wo die Frau versucht irgendwie die Lampe herzurichten. Ja. Das fand ich auch ganz interessant. Kriegen die das, also ist... Ach ja, richtig, man sieht dann auch die Leute immer öfter abhören und dann kriegt man auch mit, was da für Gespräche so stattfinden. Ja, sehr, sehr Mafia, sehr starke Mafia-Gespräche.
Ja, und sie dürfen immer 40 Sekunden zuhören. Genau, dann zwei Minuten nichts. Und dann zwei Minuten nicht und dann dürfen sie wieder 40 Sekunden. Wenn halt nichts Geschäftliches geredet wird, müssen sie sich nach 40 Sekunden spätestens ausschalten. Ja, und es wurde nichts Geschäftliches beredet. Nee. In allen Übertragungsszenen Abhörszenen wurde nichts Geschäftliches geredet. Ja, und da merkt man dann auch, okay, der Job, den die da haben, kann auch ein bisschen anstrengend sein. Mhm. Die FBI-Leute vermuten wohl auch, dass sowohl Pussy als auch Richie von den Leuten ausgeschaltet wurden. Bei einem von beiden haben sie ja recht. Ich fand dann aber sehr schön, als der eine von den FBI-Leuten sagt, ja ganz klar, Richie ist vom Kartell ausgeschaltet worden. Ja. Ich denke, wenn ihr wüsstet. Ja, das Kartell namens Janice, die ist ihr eigenes Kartell. Die wir auch wieder gesehen haben. Leider. Und ja? Sie ist mir wieder so unsympathisch geworden. So sympathisch, wie sie teilweise zum Ende der letzten Staffel war, das hat sie alles wieder schön auf die alten Standards oder noch höher gehievt. Ja. Wie sie da mit, ich habe vergessen, wie sie heißt, umgegangen ist, Svetlana. Ja, Svetlana, genau. Und auch gerade auf der Beerdigung und so und dann auch diese ganze Chose, erst will sie nicht hinkommen und dann reißt sie diese ganze Trauerfeier an sich. Und meint da irgendwie voll den Plan zu haben, wie man das denn jetzt am besten machen muss. Und manipuliert Tony auch noch dahin, dass ja er noch mehr Geld ausgeben sollte für die Beerdigung seiner Mutter. Ja, genau, die ja eigentlich überhaupt gar keine Beerdigung haben wollte. Aber, und dann sagt sie auch, das sollst du nicht alles alleine machen, ich mal ein Bild. Ja. Ah, oh, Janice, toll. Janice. Und dann hat sie ja noch ihren kleinen Toyboy da in Seattle. Ja, 19 ist er. Ja. Mein Verlobter. Ja, warum nicht, ne? Ich meine, Männer machen das auch. Also. Ja, klar. Ja, und sie arbeitet offensichtlich irgendwie für eine Fastfood-Kette oder so. Also zumindest hat die Uniform so ausgesehen, die sie da anhatte. Zumindest in irgendeinem Restaurant oder sowas ähnliches. Ein Haarnetz hatte sie auch. Ja. Janice haben wir wieder gesehen. Früher als erwartet vielleicht. Meadow haben wir auch früher als erwartet wieder gesehen. Ich habe ja noch Ende letzter Staffel vermutet, dass sie jetzt vielleicht erstmal weg sein könnte. Nein, direkt in der ersten Folge haben wir sie wieder gesehen. Ich glaube sogar gleich in einer der ersten Szenen. Ja. Ja, da habe ich aber auch gedacht, so dafür, dass sie jetzt eigentlich am College ist, ist sie extrem viel aufgetaucht. Ja. Livia ist gestorben, glaube ich, in Folge 2 oder so. Yep. Und Toni ja sogar noch so ein bisschen froh drüber, weil da jetzt ja diese Verhandlung gegen ihn am Laufen ist und er halt seine Mutter nicht einschätzen kann, wie sie aussagt. Deswegen ist er da auch so ein bisschen froh, dass sie jetzt abgenippelt ist, weil jetzt kann sie auf jeden Fall nicht mehr gegen ihn aussagen. Mhm. Und da muss ich Toni zustimmen, das hätte ich bei Livia auch nicht einschätzen können, auf welche Seite sie jetzt aussagt. Wobei bei ihrem Zustand ja auch die Glaubwürdigkeit ein bisschen im Raum steht. Je länger das sich hingezogen hätte, wäre wahrscheinlich ihr Geisteszustand hätte sich nicht verbessert unbedingt in der Zeit. Ja, muss man ja nur an die Szene mit Artie denken, wo er mal wieder sie besucht und ihr dann halt was mitbringt und sie ihn dann zu seiner Mutter befragt und er sagt, ja, die ist seit einem halben Jahr oder so ist sie tot und die dann aber ganz, ganz klar darauf weiter rumreitet, als wäre sie halt immer noch am Leben und da hat man halt gemerkt, wie verwirrt diese Frau eigentlich ist. Das haben wir ja als Flashback gesehen, da dachte ich irgendwie erst, bin ich in der falschen Folge gelandet? Ja, weil das hatten wir doch schon mal. Und das war ein Flashback von Artie, der eben dann diese Geschichte von der ersten Staffel wieder in ihm hochkommt, wo Tony anscheinend sein Restaurant angezündet hat. Genau, war die Szene, wo er gehen will und Livia ihm das nochmal sagt. Und er mit seiner Frau, die machen ja das Catering bei der Trauerfeier, die bei den Sopranos stattfindet. Und Artie ist dann auch nicht so gut drauf. Tony gegenüber dann auch ziemlich aggressiv. Was ich ganz lustig fand, weil Artie sonst immer eher der ist, der alles schluckt und so weiter. Und da fand ich eigentlich ganz gut, wie er dann auch gegenüber Tony sich verhält. Und Tony das aber auch, also der akzeptiert das ja. Also der ist anscheinend, hat Artie einen so hohen Stand bei ihm als Freund, dass er denkt, okay, das ist jetzt auch nicht ganz unberechtigt, wie du da mit mir umgehst gerade. Ja, das habe ich auch gedacht. Also Tony hat extrem gelassen und ruhig reagiert und er hat so ja leicht panisch reagiert. Ja.
Das heißt aus meiner Sicht auch, Tony hat jetzt nicht im Hinterkopf, dass er Artie einfach ausschalten kann. Nee, er hat ihm auch nicht gedroht und nix. Ja, genau. Und das aber Artie da für ihn. Ja. Und er wollte ja auch was sagen, der Artie. Und ich glaube, dann hat Janice ihre Rede gehalten. Dann haben die Eltern von Carmella ihre Rede gehalten. Und daraufhin hat er seine Rede zurückgezogen. Dann hat er einfach nur noch gesagt, übrigens, Dessert ist im genau. Stand. Und dann hat er seine Frau noch zusätzlich gesagt, ja, dieses ist alles aus dem Vesuvio von unserem neuen Chefkonditor. Ach, auch irgend so ein puerto-ricanischer Name oder so. Man weiß nicht, wie er heißt. Ist auch egal. Ja. Irgendwas Lateinamerikanisches klang das. Ja. Fand ich auch wieder ganz, ganz lustig in Bezug auf die Rassisten-Szene, Rassismus-Szene vorher von Tony. Ja, das war auf jeden Fall, also und wie gesagt, das Ralphie hatte ich ja schon erwähnt, den haben wir auch mitbekommen, von denen haben wir noch nicht so viel gesehen, aber ich habe ja schon mal vorweg gespoilert, dass der jetzt, aber das merkt man ja auch eigentlich schon so ein bisschen, dass der jetzt eine Rolle kriegt, weil über ihn wird ja auch öfter gesprochen und Tony ist ja auch mit seiner Herangehensweise nicht ganz zufrieden und Ralphie ist mit seiner Position nicht ganz zufrieden. Gerade jetzt, wo Christopher zum Vollmitglied geworden ist, Ralphie möchte auch gern. Ja. Und ich überlege auch gerade sich halt auch irgendwie mit seinem Ding, wo er die Gewalt hat, dass alles ja gut läuft finanziell. Ja, ich habe auch gerade überlegt. Christopher hat ja irgendwann noch in der Bäckerei oder der Fleischerei oder so das Aufeinandertreffen mit Pizzeria den beiden Jungen. Oder in der Pizzeria mit den beiden Jungen. Da habe ich mich auch gefragt, weil die kam mir bekannt vor. Es wurde, glaube ich, auch ja, der eine war Jackie Junior. Ja, ne? Der eine war Jackie Junior und der andere ist Dino gewesen. Ja, genau, Dino hieß der eine. Genau, und wir hatten ja auch noch die eine Szene, wo sie dann beim Benefizkonzert das überfallen. Und da hat ja. Da hab ich mich gewundert, dass da nichts nachkam, weil ich fand, es dafür war irgendwie zu viel Aufmerksamkeit darauf, dass Jackie sich offensichtlich eingepinkelt hat. Ja, das stimmt. Ich fand komisch, dass danach nichts mehr davon war, weil ich dachte irgendwie, okay, weiß ich nicht, jetzt meckern die ihn da irgendwie deswegen an oder so, aber... Ja, aber er war doch auch der bei den Tresor... Ausräumereien da irgendwo in der Ecke gesessen hat und geschissen hat, oder? Nee, das waren die anderen beiden. Das waren ja die Christopher versucht haben umzubringen. Ach, stimmt. Ja, dann weiß Christopher vielleicht, kennt er das ja vielleicht schon, hat deswegen dann nicht keine weitere Aufmerksamkeit auf die Leute. Ja, aber dann fand ich fand nur halt ein bisschen komisch, dass man das überhaupt dann zeigt. Deswegen. Ja. Also, weil das kam mir irgendwie, sonst hätte, also warum macht man das? Warum hat man die Szene so konstruiert, wenn das irgendwie keine Nachwirkung hat? Vielleicht um zu zeigen, dass dieser Junge einfach eine schwache Blase hat. Ja, und auch einfach nicht dazugehört. Tony sagt ja auch am Ende zu Christopher, ich glaube, das war Tony, dass er ihn da bloß nicht mit reinziehen soll, wo Christopher sich ja noch verteidigt und sagt, ja, er ist ja nur gefahren. Ja, und dann hat Tony ja auch noch ein Gespräch mit Jackie, die essen ja dann, also der hat ihn ja dann nochmal zum Essen eingeladen. Ja. Und also es wirkt fast so, es kann natürlich auch sein, dass Jackie sich da verstellt, aber es wirkt fast so, als ob Tony ihn überzeugen kann, dass Richie tatsächlich ein Spitzel war. Ja. Was ich ein bisschen verwunderlich fand. Also wenn er das tatsächlich gefressen hat, finde ich es ein bisschen verwunderlich, weil so überzeugend fand ich Tony da nicht. Das mag auch vielleicht an der Synchro gelegen haben, dass das im Englischen vielleicht ein bisschen ehrlicher rüberkam, aber ich fand ihn jetzt nicht so überzeugend in dem. Ja, das könnte vielleicht auch noch eine Anspielung auf dieses Machtverhältnis sein. Ja. Das heißt, Tony sagt, ich schluck. Ja, aber das, also dafür hat Jackie schon ziemlich glaubhaft rübergebracht, dass er das jetzt frisst. Und so. Ja. Weil vorher war er ja wirklich schon sehr rebellisch. Und er weiß ja auch, dass er eine Position hat. Es ist schwierig für Tony, Jackie loszuwerden, weil einfach Jackie Senior war halt der Kopf der Familie und eben wie ein Bruder für Tony. Und dessen Sohn auszuknipsen, würde schon extrem schlecht rüberkommen. Mal abgesehen davon, dass Tony das auch wirklich nicht möchte, glaube ich. Ja, das ist so ähnlich wie mit Artie, glaube ich, dieses Verhältnis. Ja. Ja, wird man auch sehen, was da jetzt so weiter passiert. Sonst fällt mir gerade nichts ein, was da großartig passiert ist. Christopher haben wir auch schon ein bisschen angesprochen. Ja, der die Arschkarte mit seinem Wettbüro hat. Lief so gut und dann ist er Vollmitglied und dann geht alles in Bach. Es wirkte so, als ob er ein zu hohes Risiko eingegangen ist. Wahrscheinlich, ja. weil da großer Profit gewunken hätte. Aber wäre der dieses Risiko nicht eingegangen, hätte er wahrscheinlich auch nicht so die Verluste gemacht und hätte seine 6.000 zahlen können. Ja. Also es ist ja auch so, dann so ein bisschen seine Schuld gewesen, übermütig geworden zu sein. Und dann auch gar nicht, vielleicht gar nicht so schlecht,
dass eben Pauli gleich ihm keinen Kredit gewährt, weil dann würde das so ein bisschen das Signal auch geben, okay, wenn mir das nochmal passiert, nicht so schlimm. Ja. Ja, Pauli will ihn da, glaube ich, schon in die richtige Richtung erziehen. Ich glaube, von Pauli werden wir jetzt im Laufe dieser Staffel vielleicht sogar noch länger noch Seiten kennen, die man so bisher auch nicht vermutet hätte. Ja, aber Pauli ist immer Pauli. Also ja. So ganz überrascht bin ich eigentlich nie bei Pauli. Ich bin auch gespannt, ob Silvio wieder eine größere Rolle bekommt. Der war jetzt ja in den ersten 3 Folgen ziemlich im Hintergrund. Ja, das war aber bis jetzt, glaube ich, hatte ich immer so das Gefühl. Der ist vielleicht mal 2-3 Folgen so ein bisschen mehr zu sehen, aber in der ersten Staffel haben wir ja Silvio auch ganz wenig nur gesehen sogar. Ja. Der war immer dabei und hat auch mal was gesagt oder so, aber so ganz die große Story hat er eigentlich nie gehabt. Der ist halt immer so die mehr oder weniger die rechte Hand von Toni. Ja. Und ich bin auch gespannt, was unser Italiener da jetzt noch. Da habe ich vergessen, wie er heißt. Ich auch, irgendwas mit F, glaube ich. Furio? Ja, genau, Furio. Furio, genau. Ja. Der ist momentan, glaube ich, auch so ein bisschen irgendwie zwischen den einzelnen Machtpositionen. Ja, man verhält. Kann ja auch nicht für jeden irgendwie eine eigene Story immer gleichzeitig haben. Das ist ja auch dann zu verwirrend. Ist ja nicht alles Twin Peaks. Gute Überleitung. Ja, sehr gut. Twin Peaks. Meine Lieblingsstoryline, ich hab's dir schon verraten, ist momentan, Nadine ist aus dem Koma erwacht. Ja. Und reißt die Handschellen ab, reißt die Kühlschranktür ab und ist 18, meint sie. Fragt sich, wo die Eltern sind und so. Finde ich sehr, sehr urig. Ja. Auf der gegenüberliegenden Seite als Kontrast finde ich momentan die absolut schwächste und nervigste Storyline Donna und Harold, der Pflanzenmensch. Das finde ich sehr langweilig, muss ich sagen. Auch wenn das Tagebuch wohl recht wichtig ist, aber diese ganze Mini-Romanze da und dann nebenher noch, dass Maddie wohl was mit James hat oder auch nicht, das langweilt mich eher, muss ich sagen. Ja, die gesamte Story um dieses Tagebuch ist, ja, mag sehr wichtig sein, aber wie du auch sagst, sie ist momentan eher ermüdend und langweilig. Einzig Interessante war jetzt das Ende der letzten Folge, da hast du ja noch sehr gut auf dem Schirm, wo halt unser Smith Maddie dabei erwischt, wie sie halt den Schrank da aufbrechen will für das Tagebuch und dann halt sie das dann auch irgendwie hat und er dann halt vor Donner steht und ihr sagt, ja, das Tagebuch, das wird euch alle umbringen und sich dann mit seiner komischen Gartenkralle das Gesicht anfängt zu zerkratzen. Mhm. Das ist so noch das Interessanteste an dieser Story. Ein Cliffhanger am Ende. Ja, genau. Ja, und ich muss dazu sagen, hast du das bei Amazon Prime auch gesehen? Ja. War bei dir auch, also da sind die Folgennamen verwechselt, glaube ich. Das war die letzte Folge bei mir. Ja, 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 aber die letzte Folge war halt irgendwas mit der Fluch der Orchidee und irgendwie ging es aber nur ums Tagebuch und die zweite Folge hieß bei Amazon Prime Laura's Tagebuch. Ach so. Ich glaube, nee, da haben sie die Folge. Auf die Namen der Folgen habe ich da gar nicht geachtet. Das ist mir hier halt auch, also achte auch nur noch, weil ich das halt jedes Mal neu auswählen muss. Das läuft bei mir ja nicht einfach durch auf der Wii. Die Funktion gibt es da nicht. Okay. Und dann sehe ich halt, so heißt die Folge, die wird dann ja am Anfang auch immer eingeblendet und dann sehe ich halt in der dritten Folge, die wir gesehen haben, sehe ich dann, hier geht es nur um das Tagebuch und vorhin ging es überwiegend um die Orchideen, die dann halt verschenkt wurden und wie man die halt pflegt und was weiß ich. Ich glaube, die haben irgendwie die Folgennamen verdreht. Das kann sein, ja. Macht mir jetzt nichts, weil Folgennamen an sich sagen mir bei Twin Peaks überhaupt nichts. Da stehen ja eh die Nummern vor, solange man da ja, die rein... Genau. Und man sieht ja auch, welche man schon gesehen hat, von daher... Ja. Und man sieht meistens auch in den Stories, dass es jetzt richtig rumläuft. Ja. Dann haben wir... Audrey. Audrey ist entführt worden, richtig, von so einem Halbrussen oder sowas. Da kann ich den Akzent nicht so ganz zuordnen. Nee, ich glaube, das soll ein Franco-Kanadier einfach sein. Okay, dann halt ein Franco-Kanadier. Das ist ja Jean Reno, glaube ich, der Bruder von Jacques. Ja. Oder andersrum ist ja Jacques, der Bruder von Jean. Jedenfalls der erstickt wurde von Leland, dessen Bruder ist er. Genau, und dann sind ja irgendwie 3 Brüder gewesen. Dieser dicke. Genau, der eine war ja auch, ist ja auch egal, auf jeden Fall, er ist jetzt der dritte Bruder und er hat wohl auch ziemlich viel Sagen irgendwie und leitet da jetzt mehr oder weniger das One-Eyed Jacks. Ja, und ist ziemlich angepisst. Und ja, will jetzt Benjamin Horn erpressen mit seiner Tochter. Ja, was auch scheinbar sehr gut funktioniert. Ja, und Benjamin Horn, möchte aber auch wieder sein Ding fahren und schickt Hank möchte das Geld natürlich behalten, aber ihm ist das durchaus recht, glaube ich, Agent Cooper loszuwerden. Mhm. Von daher, das ist dann nicht so das Ding, dass Jean Reno jetzt Agent Cooper haben möchte, wobei ich das auch nicht ganz verstanden habe, warum er jetzt Agent Cooper haben möchte, weil er möchte doch eigentlich den, der seinen Bruder umgebracht hat und Agent Cooper hat ja nicht seinen Bruder umgebracht.
Ja, das stimmt, das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. Und weiterhin muss man irgendwie dazu sagen, irgendwie, Horn hat jetzt das One Night Jack verkauft an diesen Japaner oder was hat der da verkauft? Irgendwas wurde auch an diesen. Irgendwas hat er verkauft, ja. Dieser also dieser Japaner ist ja so sehr merkwürdig. Die Stimme ist irgendwie komplett daneben. Das Spiel ist alles unglaublich schlecht gespielt. Ich habe so den Eindruck, dass es irgendeine Frau, die sich da als Mann verkleidet. Es könnte sogar unsere kleine Asiatin fast schon sein. Ich sag da nichts zu. Habe ich jedenfalls auch nur den Eindruck, so wirkt dieser Charakter jedenfalls. Wir werden sehen, wohin das geht. Ja, das sowieso. Oder wer ist denn Mr. Fujiyama oder so? Genau, wie der Berg. Hm. Ja, also das ist ein ganz cool. Es sieht auch komisch aus. Ja. Aber wir haben noch einen anderen Asiaten und der war im R&R Diner oder wie das heißt und hat Hank vermöbelt und ist jetzt ganz oft, sitzt da im Great Northern Hotel und spioniert so ein bisschen scheinbar Agent Cooper und Benjamin Horn und so weiter hinterher. Ja. Und ist auch einmal am Fenster zu sehen bei Josie, glaube ich? Ja, bei Josie der Mann, und der Harry, Mann, ne? Am Fenster, so hieß die erste Folge, der Mann am Fenster. Ja, und ja, das ist, glaube ich, keine Frau im Kostüm. Der sieht nein, das, echt der wirkt authentisch. Deswegen wirkt hier dieser andere Fujiyama noch viel, viel seltsamer. Ja. Weil wir sehen, sie können authentische Asiaten darstellen. Aber also jetzt nicht wer diese beiden Serie. Leute genau sind, wissen wir bei beiden nicht. Das ist zumindest eine Gemeinsamkeit. Ja, sind halt einfach da. Ich glaube, der eine, der ist irgendwie befreundet oder verwandt mit unserer Asiatin. Mit Josie, ja, da war irgendwas. Irgendwas war da jedenfalls. Dann haben wir die Story, die ich auch ganz witzig eigentlich finde. Lucy ist schwanger und weiß nicht genau von wem, weil Andy angeblich zeugungsunfähig war. Ich bin eine Völkerwanderung. herrliche Szene. Ja, und hat aber auch anscheinend ein Verhältnis gehabt zu einem Mann, dessen Namen ich vergessen habe, der irgendwie, was verkauft der Anzüge? Herrenoberbekleidung. Ja. Der ist auch das erste Mal aufgetaucht. Der ist jetzt auch das erste Mal aufgetaucht und offensichtlich hatte der eben auch was mit Lucy, was ich ein bisschen komisch finde, weil ich hätte Lucy nicht unbedingt als diejenige eingestuft, die während sie die Beziehung mit Andy hat, mit jemand anders noch rumschäkert. Weiß nicht, ob die sich da kurz getrennt haben oder so zu der Zeit. Aber wenn's, also ich meine, bei einer Schwangerschaft weiß man ja ungefähr eigentlich, in welcher Woche man ist. Ja. Ja. Es ist aber offensichtlich in Frage, von wem jetzt das Kind ist. Aber Andy kriegt ja dann raus, dass er wohl doch zeugungsfähig ist. Und zwar total wie eine Völkerwanderung. Also wahnsinnig viel. Ja. Zeugungsfähigkeit. Ja, Andy und Lucy finde ich immer gut irgendwie. Die, ja. Die lockern da irgendwie immer wieder alles auf. Oder wo sie da auch steht. Und dann kommt unser langhaariger Officer, wo ich den Namen auch nicht weiß. Oh. Und sie dann halt die Worte mit R und B und noch irgendwie mit diesen Buchstaben, die halt aus den Fingernägeln gezogen wurden. Roboter. Genau. Hawk hat auch, ich weiß nicht, ich glaube im Deutschen mag ich die Stimme lieber. Ich glaube im Deutschen ist die so ein bisschen tiefer. Und ich gucke es ja momentan auf Englisch. Da hat der so eine, also für mich eine zu jugendhafte Stimme. Weil ich hatte Hawk immer so als recht kräftigen, etwas ehrfürchtig machenden Charakter in Erinnerung. Also ich fand den immer recht, respektabel, sagen wir mal so. Mhm. Und im Englischen kommt der so ein bisschen flapsiger und jugendhaft darüber. Das finde ich ein bisschen schade. Das ist aber auch die einzige Stimme, glaube ich, wo ich jetzt eine Kritik hätte im Original. Die Stimme von Lucy ist sowohl im Deutschen als im Englischen super und nervig. Super nervig. Ich finde die großartig. Das ist meine Art von Humor lieber. So Piepsstimme. Ja, ich finde das auch klasse. Trotzdem, das macht sie ja gerade aus, dass sie so für mich halt unglaublich nervig ist. Ich finde die nicht nervig. Ich könnte den ganzen Tag zuhören. Echt? Ich nicht. Ich finde die toll. Ja, und was haben wir noch gehabt? Wir haben noch gehabt, wie gesagt, die Entführung. Also die hatten, dass Harry und Cooper da einsteigen und Hawk dann am Ende auch noch auftaucht und den Tag rettet irgendwie.
Dann haben wir Hank, der verprügelt wird und sich als FBI-Agent, das ist aber auch ganz smart gewesen, dass er von diesem FBI-Anwalt den Ausweis klaut. Wobei ich mich dann aber auch gefragt habe, wieso der Anwalt das irgendwie gar nicht, also gemerkt hat scheinbar oder so, weil er ist ja dann scheinbar aus dem Restaurant einfach rausgegangen und hat seine Verhandlungen da gemacht. Ja. Guckt er nie nach seinem Ausweis? Scheinbar nicht. Es war ja auch die ganze Brieftasche, sie sah zumindest genauso aus, die er ihm geklaut hat. Aber das fand ich schon ganz smart, dass Hank, der wird ja da irgendwie auch ausgenockt vom One-Eyed-Jax, als er da versucht, das Geld zu sichern von Benjamin Horn. Und dann wird geguckt, wer er ist. Ah, guck mal, hier, Anwalt vom FBI. Ja. Ja, da hatten wir auch die beiden Verhandlungen, wo Leland freigesprochen wurde, was ich ein bisschen komisch fand. Mhm. Der Richter, der ist wohl jetzt wieder da gewesen. Ich weiß gar nicht, ob der in der Stadt wohnt normalerweise. Wahrscheinlich ist das einfach ein Bezirksrichter und die haben gar keinen eigenen Richter in der Stadt. Nehme ich mal an. Das kann sehr gut sein. Und was war die Frau? Seine Geliebte oder so? Die er da mitgebracht hat? War das nicht irgendwie seine fünfte Ehefrau oder so? Naja, jedenfalls eine recht junge Frau, die er dabei hatte. Und der Richter dürfte so um die 70 sein, schätze ich. Der hat dann halt gleich zwei Verhandlungen abgehandelt. Denn es ging auch noch um die Sache, genau, das haben wir noch nicht gehabt. Leo, der wohl irgendwie nicht mehr ganz da ist, was den Kopf angeht, durch seine Schussverletzung. Und Shelley und Bobby wollen aber das Versicherungsgeld einkassieren und möchten ihn deswegen zu Hause pflegen. Und das scheint jetzt zu klappen irgendwie. Ja. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, das wirkte so. Ja. Auch ein bisschen, da weiß man nicht ganz, wo das hin soll, aber das ist ja bei vielen Storys so. Mhm. Ich glaube, ansonsten hatten wir gar nicht so viel, oder? Irgendwas hatte ich eben noch. Ach so, Agent Cooper hat die Nachricht von Audrey gefunden, die in der ersten Staffel schon eigentlich da unterm Bett lag. Also er hat nie unters Bett geguckt und dann macht er halt einen Handstand oder Kopfstand. Und dann sieht er auf einmal auch, guck mal, da liegt ein Zettel unterm Bett und dann sieht er erst die Nachricht von Audrey. Das ist ein bisschen spät gewesen, aber naja, was will man machen? Zeugt aber auch von einem sehr guten Zimmerservice in diesem Hotel. Ja, unterm Bett wird nicht geputzt. Vielleicht hat er das verboten. Ja, das kann Cooper sein. Möchte nicht, dass in seinem Zimmer geputzt wird. Er macht das selber. Ach genau, dann haben wir noch den einen Typen auf dem Phantombild. Ah ja, Bob oder so. Oder ja genau, der da halt auf einmal, also wir haben jetzt eine neue Storyline, die angefangen hat, und zwar geht es da jetzt irgendwie um den Nachbarort, wo wohl dieser Mann, der da von wem wurde der eigentlich, von irgendwem wurde er gezeigt, ich glaube von Medin oder sowas, die Vision hatte. Und noch von ein, zwei anderen Leuten wurde sie. Also jedenfalls haben ihn vier Leute wohl gesehen. Maddie, genau. Die Mutter von Laura, Sarah heißt sie, glaube ich, oder so. Agent Cooper und wer noch? Wer war denn der vierte, der ihn gesehen hat? Weiß ich nicht, aber es vier meine ich auch sonst gewesen. Ah ja, genau, hier die Dingens, wie heißt sie denn? Rose, die auch entführt wurde und dann aufgewacht ist aus dem Koma. Ah, ja, ich weiß nicht, wie sie heißt, aber ich weiß, wen du meinst. Ja, Ronette oder so. Ja, irgendwie sowas. Und die haben ihn alle gesehen und es stellt sich jetzt heraus, dass Leland ihn auch kennt. Und das ist wohl ein bisschen mysteriös, weil er kennt ihn aus seiner Kindheit. Also das heißt, der Typ ist wohl nicht gealtert, wirklich. Und da war er irgendwie in einem, wo Leland irgendwie immer zu den Ferien, oder hat er da gelebt oder war der in den Ferien immer in diesem Ort? Ich glaube, der war da immer zu Besuch. Auf jeden Fall war der in einem Nachbarhaus und hat ihm wohl irgendwie immer so Streichhölzer zugeschnippt und gesagt, spielst du gerne mit dem Feuer, Junge, oder so. Ja, genau. Und den Typen haben sie halt jetzt ausfindig gemacht. Sieht jetzt ein bisschen anders aus als auf dem Phantombild, hat nicht mehr ganz so viel Bart und ich glaube auch ein bisschen kürzere Haare. Aber man hat ihm halt angemerkt, es ist der Typ, weil er hat, ich glaube, am Ende dieser Szene hatte er noch so eine Blickszene, wo man genau gesehen hat, scheiße, da ist mir jetzt irgendwie auf die Schliche gekommen. Haben die den ausfindig gemacht? Ja, die haben ihn gezogen, die haben ihn in dem Haus gefunden. Da hat er den auch noch eingeladen, dann haben die auch noch sich da unterhalten und so. Hä? Aber die haben doch gesagt, in dem Haus, was Leland gesagt hat, wohnt ein altes Ehepaar. Da kam doch Hawk am Ende wieder. Ich meine, da hätten sie den Typen getroffen. Ich habe den nicht wahrgenommen. Ich habe nur das Einzige, was ich gesehen habe, ist, dass sie diesen Einarmigen, der ja irgendwie wohl der Freund von dem sein soll oder so, der ja Schuhe jetzt verkauft
und der nimmt ja so Drogen und der hat dann seine Drogen einmal vergessen zu nehmen und hat dann Sinneswandel oder hat wieder sein Gedächtnis zurück. Dann war das vielleicht, dann kann es sein, dass ich die beiden verwechsel. Dann war das vielleicht der Typ. Und sagt dann, nachdem er auf der Toilette war und eben seine Spritze nicht... Ja, genau. Nicht, und dann sagt er, ja, okay, Bobby, ich finde dich oder sowas. Und der will, ja, er genau, will ihn jetzt wohl eigenhändig suchen. Ich glaube, da habe ich das so interpretiert, dass das eine und dieselbe Person ist. Und da ist ja auch nochmal nachher die Szene, wo Andy sein Becherchen da verliert. Wo Cooper dann sagt, wo hast du denn die Schuhe her? Und er dann sagt, die hätte er bei dem gekauft, bei dem einarmigen, ich vergesse den Namen. Dass er die bei dem gekauft hätte und dann sagt Harry, ach ja, übrigens, der ist bei mir gewesen, auch ein toller Polizist, habe ich gedacht. Der ist bei mir gewesen, war auf Klo und kam da nicht wieder. Ja. Und aber so keinem ist es eingefallen, mal auf Klo zu gucken. Ja, das stimmt. Das ist auch sehr gut. Der Erste, der guckt, ist Agent Cooper dann. Stimmt. Ja, das fand ich, die Szene fand ich ein bisschen komisch. So, tolle Polizeiarbeit, Harry. Du befragst einen, der geht auf Klo, kommt nicht wieder und du wunderst dich gar nicht und dir fällt das erst später ein. Ja. Ja, sehr beschäftigt, der Herr Sheriff, wahrscheinlich. Ja. Ja. War noch was? Ich glaube, das war's. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt den Cliffhanger so gehabt. Okay, was passiert jetzt mit Maddie und mit Donna und dem jungen Mann Harold Smith, der dort in seinem Gewächshaus sich mit einer Hake durchs Gesicht gefahren ist? Und ja. Dann, was ist jetzt mit dem Typen, der was von Bobby erzählt, mit dem Einarmigen auf einmal los? Richtig, was ist, oder auch, was ist jetzt die Konsequenz aus dieser ganzen Audrey-Entführungsgeschichte? Genau, das wäre der dritte. Und für mich ist immer noch ganz klar offen die Frage, was haben die Eulen zu sagen? Was ja, die Eulen sind nicht, was sie zu sagen scheinen. Ja, genau, da komme ich auch noch überhaupt nicht hinter. Das andere, ich glaube, das lachende Gesicht auf dem schwarzen Sack oder so, irgendwie eins davon haben wir schon gehabt. Den schwarzen Sack haben wir gehabt, das lachende Gesicht auf dem schwarzen Sack, ja. Und dann kommt halt jetzt kommen die Eulen und das dritte habe ich schon wieder vergessen, was das war. Das ist, glaube ich, auch schon. Ist das auch schon eingetroffen? Ich weiß es nicht mehr. Das kann auch sein. Auf jeden Fall frage ich mich gerade wirklich sehr, was ist jetzt mit diesen blöden Eulen los? Nein, das Interessanteste ist natürlich, was wird mit Nadine? Wie lange bleibt sie 18 oder was passiert jetzt mit ihr? Das ist das Interessanteste. Gut. Das war Watchstuff dann für diese. Also Watchstuff spoilt dann auch für diese Woche. Wir schauen nächstes Mal dann die nächsten drei Folgen jeweils von Sopranos und von Twin Peaks. Und das wird es dann auch erstmal sein. Es sei denn, uns fällt irgendwas ein, was man noch ganz spontan dringend auch gucken müsste und spoilern müsste. Da werdet ihr dann davon erfahren, wenn wir das genau machen. Ihr hört es spätestens, wenn wir drüber reden. Richtig, genau. Und mit diesen Worten gehen wir zurück ins Hauptstadtstudio und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal und man hört sich.